Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich wende mich an die türkische Regierung und an die Kollegen hier, die gerade für diese militärische Intervention in Syrien gesprochen haben. Und ich sage Ihnen sehr deutlich, Sie haben kein Recht. Sie haben kein Recht, einfach das internationale Recht, das Völkerrecht zu ignorieren und einfach die eigenen Regeln aufzustellen. Es gibt ganz klare Regeln, es gibt ein Gewaltverbot und dieses Gewaltverbot kann nur in Ausnahmefällen aufgehoben werden, wenn etwa die syrische Regierung sagt, bitte helft uns, oder wenn eine unmittelbare Bedrohung bevorsteht oder wenn der UN-Sicherheitsrat das beschließt. All das hat nicht stattgefunden. Sie schaffen sich Ihr eigenes Recht, wenn Sie sagen, ja, wir kämpfen doch nur gegen den Terrorismus. Ich will Ihnen sagen, die YPG, die jetzt angegriffen wird in Afrin, wird von den meisten Staaten nicht als Terrororganisation eingestuft. Und es gibt keine Anschläge der YPG in Paris, in London, in Berlin, in Brüssel. Das waren Anschläge des Islamischen Staats oder anderer Dschihadisten. Und die YPG und die syrischen Kurden waren diejenigen, die am aufopferungsvollsten gegen diesen Islamischen Staat gekämpft haben. Sie haben auch kein Recht, die Opfer von Terroranschlägen in Europa für diesen schmutzigen Krieg als Begründung heranzuziehen. Wir weisen das sehr deutlich zurück. Ich möchte auf die Punkte eingehen. Ich danke dem Einleiter dieser Debatte, Herrn Tini Cox, für die ausgewogene Darstellung des Konfliktes. Ich möchte auf die vier Punkte noch mal eingehen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Es handelt sich um einen klaren Bruch des internationalen Rechts, des Völkerrechts. Wir sollten das sehr deutlich verurteilen. Wir sollten die türkische Regierung auffordern, diese militärische Intervention sofort zu stoppen und die Truppen zurückzuziehen. Wir sollten unsere Länder auffordern, im UN-Sicherheitsrat genau für diese Ziele einzutreten. Und wir sollten auch die anderen Institutionen des Europarates dazu auffordern, in diesem Sinne aktiv zu werden. Und ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei. Ich war erschreckt von der Debatte. Hier wird geredet von Säuberung. Die Städte sind jetzt von Terroristen gesäubert und so weiter. Es gibt keinen anderen Weg, als zurückzukehren zum Friedensprozess, der 2015 aufgekündigt wurde. Und das ist auch die ganz klare Position dieser Versammlung, die sie mehrfach in verschiedenen Resolutionen zum Ausdruck gebracht hat. Bitte kehren Sie zu diesem Friedensprozess zurück und ziehen Sie das Militär aus dem syrischen Kurdengebiet ab.